Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und nach diesem wunderschönen Intro begrüße ich euch alle herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde. Schönes Let's Play Assassin's Creed 3. Da will ich nicht gern bleiben. Wir haben letztens, keine Ahnung, was wir letztens gemacht haben. Schauen wir einfach mal, wie weit wir sind. Ich glaube, ich mache mal mein Mikrofon an, sonst höre ich keinen Sound. Kann ich schlagen? Kann ich irgendwas machen? Ich kann gar nichts machen. Kann ich denn laufen? Ich kann laufen. Ja, laufen kann ich. So. Und nun? Laufe ich hier irgendwie durch Schnee? Sandlevel? Ah, jetzt geht's los. Hier sind wir aber letztens nicht stehen geblieben. Wir sind letztens da hinten stehen geblieben. Hier am Meer sind wir auch stehen geblieben. Hier haben wir schon auf dem Pferd gesessen, auf dem schwarzen Hengst. So, wollen wir mal kurz gucken. Hier ist ein einzelner Baum. Schön, Bäumchen, gucken hier. Ich erinnere mich, wir haben ja Dingens hier getroffen, ne? Diesen Erfinder der Glühbirnen. Der möchte ein paar Seiten oder sowas haben. Wir reden mal mit dem hier. Oder auch nicht. Ach, Mission starten? Nee. Nee, jetzt keine Mission starten. Ich will jetzt mal gerade ein bisschen. Achso. Entschuldigung. Entschuldigung. Öffnen wir mal die Tür. Ich auch mal schön so ein paar Türchen öffnen. Handeln! Tja, schauen wir doch mal, was wir brauchen. Gegenstände kaufen. Normale Waffen. Normales Schwert. Habe ich denn kein Schwert? Ich glaube, ich habe kein Schwert. Ich sollte mich mal ausrüsten am besten. Was haben wir denn hier stehen? Diese Klinge ist geeignet. Was? Diese Klinge ist geeignet. Was soll das für eine Aussage sein? Diese Klinge, wofür? Entschuldigung. Diese Klinge ist geeignet, Meinungsverschiedenheiten schnell und endgültig beizulegen, wenn es zum Nahkampf kommt. Es ist im Einsatz lautlos und kann bei allen Wetterbedingungen eingesetzt werden. Insbesondere bei Regen, wenn Schadpulver feucht und unbrauchbar wird. Die Parierstange ist breit und schützt die Hand des Trägers, kann manchmal aber auch eingesetzt werden, um den Gegner zu schlagen. Wir haben ja keine Waffe, so wie ich es vermute. Wir gehen mal kurz raus und gucken mal, ob wir eine Waffe haben. Was ist denn jetzt los? Ja, ich habe nichts zum Verkaufen, habe also dementsprechend auch kein Schwert. Kaufen wir uns einfach mal ein Schwert, würde ich sagen. Ja, ein normales Schwert, super. Bin ich doch begeistert. Was haben wir denn für Feuerwaffen? Ach, leck mich doch, Steinpistole. 2000. Nee, wir bedienen uns erstmal nur des Schwertes. Ihr wisst ja nicht, was sich noch alles ergeben wird, ne? Das wissen wir, wie gesagt, noch nicht. Also verlassen wir jetzt das. Wiss? Warnung, Interaktion bei aktiven Missionen nicht möglich. Ich muss eine Pistole kaufen. Leck's mal am Arsch. Ich muss mir eine verfickte Pistole kaufen. Ja, gehen wir einfach mal 2000, was auch immer das für eine Währung sein soll aus. Hier, Dollar, nein, keine Ahnung. Kaufen wir halt. Das ist nichts Besseres zu tun hier. Steinpistole her. 150 habe ich noch. Wuppi fucking du. Darf ich jetzt rausgehen? Warum hat er sich nicht selber mit ausgerüstet? Warum hat er nichts mitgenommen? So. Also hier könnte ich jetzt eine Mission starten.
Briefe in Zentral-Boston. Ja, whatever. Muss ich jetzt irgendwas wegbringen oder... keine Ahnung. Haben wir eine Karte oder sowas? Hier haben wir eine Karte, siehst du? Können wir ranzoomen? Was ist das hier? Kuriermission. Das bin ich wahrscheinlich. Zielort. Kuriermission. Also die Briefe muss ich wahrscheinlich jetzt aussenden oder abgeben. Ihr könnt sie einfach mal so zur Sicherheit so und ne? Und so. Aber ich glaube, wir setzen uns lieber auf unser. Letztens hatten wir ein schönes schwarzes Pferd gehabt. Na, setzen wir uns einfach mal drauf. Green Dragon, Taiwan. Die Besitzer sind exzentrisch. Doch die Zimmer sind geräumig und man stellt dort keine Frage. Wurde euch gesagt, warum ich nach Boston gekommen bin? Nein. Master Birch sagte, ich bräuchte nicht mehr zu wissen, als ihr mir sagt. Er schickte eine Namensliste und bat mich dafür zu sorgen, dass ihr sie findet. Und hattet ihr schon Erfolg damit? Ah, William Johnson erwartet uns schon im Green Dragon. Wie gut kennt ihr ihn? Nicht gut, aber er sah das Zeichen des Ordens und zögerte nicht zu kommen. Beweist mir eure Loyalität und ich weihe euch in meine Pläne ein. Nichts wäre mir lieber, Sir. Die sie alle wegschubsen hier, ey. Ja, los, komm! Wuhu! Ich muss da lang. Nee, doch nicht. Ich muss da lang. Das ist doch kacke. Da hinten ist der Pfeil. Aber sieht schön aus. Es sieht auch, hat auch den Eindruck einer lebendigen Stadt. Vor allem, wenn hier ein paar Schweine durch die Gegend dödeln und so. Absetzen. Mission beendet. Fortschritt ansehen. Ich will keinen Fortschritt jetzt ansehen. Ich will jetzt weiterspielen. So, Kollege. Schnürschuh von der Leyen. Sollen wir jetzt hier rein? Er hat noch ein bisschen Kurierdienst zu erledigen. Pass mal ab. Wollen wir das nicht mehr erstmal machen? Visieren mal ran. Wir latschen mal den Weg mal gerade zurück. Was haben wir denn hier für Pferdchen? Alles hässliche Pferdchen. Nehmen wir wie dieses sich nicht entscheidenden farbemäßig hier fährt. Danke. Los. Heya. Heya. Aus dem Weg da. Ihr Rotzbengels. Wuhu. Heya. Die schaffe ich noch. Wir gucken. Absitzen. Sitz, Pferd. Ich bin euch ewig dankbar, Sir. Geiler Ding. Kein Problem. Hinten ist noch einer. Aufsitzen. Ja, yeah, sah ja kein bisschen episch aus. Bist du denn bescheuert? Du sitzt da runter. Geh jetzt da runter. Ich hab ein blödes Pferd. Boah, genau, steckt den Kopf erstmal schön in den Arsch. Perversling. Platz da, ich muss Brief ausliefern. Ja, was bist du denn für ein Feiner? Ja, was bist du denn für ein Feiner? Ja, du kleiner Knuffel, du. Ach, ich da seh's. So, jetzt ab mit dir. Nein, du brauchst mir nicht zwischen die Eier zu schnuppern. Ja, willst du nicht noch strecken? Das Scheißpferd verfolgt mich. Ah, ich werde verfolgt. Hilfe. Ah. Danke. So. Wo
ist jetzt das nächste Dödel? Ich bin so, ach Mann. Irgendwo hier hinten. So. Habe ich jetzt markiert? Habe ich das jetzt? Habe ich jetzt markiert? Habe ich das? Kein Problem. Platz da! Du Frau! So. Oh, schönes Haus. Kirche for the win! Kann ich so nicht, nee. Vielen Dank. Yeah, ich habe $500 erreicht, erhalten. Und warum? Weil ich's kann. Hihi. Was ist das denn für ein da los? Die haben dir jetzt Beifall geklatscht? Die machen doch nichts. Ach, keine Ahnung. Ist mir zu blöd, die Stadt ist mir zu dumm. Ich will eigentlich Connerhallen spielen. Sei jetzt nicht, du kannst da nicht durchlaufen, du Held! Oh mein Goodness, seid ihr minder bemittelt in diesem Spiel. Blöden Pferde. Kann ich da echt nicht durchlaufen? Türschläge, Pellkartoffeln! Jetzt mal ohne Witz, Leute. Nur mal Platz da jetzt hier. Wenn ich nicht umrennen darf, sind diese Gegner hier. Schaut nicht so doof. Ich glaube mal, dass dieser Pfeil da im Norden darstellen soll. So, absetzen. Bleib da. Doof. Keine Widerworte. Bleib da. Papa hat wichtige Sachen zu tun. Ja, Tür öffne mal wieder. Du Lügner, betrügender, nichtsnutziger Schweinehund. Kommen wir vielleicht ungelegen? Oh, seid nicht albern, meine Lieben. Setzt euch bitte. Wollt ihr etwas essen? Einen Drink vielleicht? Oder braucht ihr ein Lager? Wir haben schon Zimmer bestellt. Oh ja, natürlich. Die Herren Lee und Kenway. Ich lasse euer Gepäck nach oben bringen. Benötigt ihr sonst noch irgendetwas? Nur Ruhe. Die Frau darf schleppen, ey. Was für ein Arschloch. Also die Vertonung ist ja einigermaßen cool, bei manchen Stellen wieder ein bisschen blöd. Wie zum Beispiel dieses Geschrei, das, weiß nicht, das hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Ansonsten ist Vertonung eigentlich ganz in Ordnung, gar nicht mal so schlecht. Und meine Katze möchte gerne mitmachen bei diesem Let's Play, wie es so aussieht. Ich weiß nicht, ob man die jetzt gerade im Hintergrund hört, aber die meinte, es gibt jetzt hier was zu fressen. Am Arsch ist du da. Oh, sie ist ruhig. Oha. Hallo, Schnuffel. Ach, bist du das hässlichste hässliche Weib von eben? Alter! Direkt einen in die Fresse schlagen hier, ey. Blöden Tante. Alter! Kann ich nichts machen? Ich will die verprügeln. Die schubst mich die ganze Zeit. Blöde Fotze. Oh, er hat das Wort mit F gesagt. F. Die Katze will ich mitnehmen. Und den mal mit einem in die Fresse schlagen. Typen haben wir jetzt auch die Kerze in den Kopf.
Oha. Sir, William Johnson. Ein Vergnügen. Guter Junge. Vielleicht ein wenig ernst. Ich hörte, dass ihr eine Expedition zusammenstellt. Wir vermuten eine Stätte der Vorläufer in der Region. Mit eurem Wissen über das Land und seine Bewohner könnte ich sie finden. Leider wurden meine Forschungen gestohlen. Ohne sie kann ich euch nicht helfen. Dann finden wir sie. Habt ihr eine Spur? Mein Partner, Thomas Hickey, hat sich schon umgehört. Er versteht's gut, Zungen zu lockern. Dann sagt mir, wo ich ihn finde. Und ich werde die Dinge beschleunigen. Es gibt Gerüchte über Banditen, die südwestlich von hier ihre Basis haben. Dort solltet ihr ihn finden. Charles? Sir? Wir brechen auf. Natürlich. Wir brechen auf? Was denn sonst? Bist du bescheuert? Soll ich deine in die Fresse hauen oder was? Okay, komisch, jeder meiner Sätze beendet sich mit, oder okay, okay, könnte ich auch mal demnächst mal sagen. Der fällt auch mal praktisch. Ja, schauen wir mal. Oh, schön. Doch, gefällt mir. Die Stadt hat sich aber verändert. Alter Schwede, ich komme hier raus und bin hier. Warum auch immer. Ein bisschen schneller gehen hier, wir wollen ja nicht auffallen. Was ist hier los? Das ist ein Ausrufezeichen. Bist du der Ausrufezeichen-Typ? Du bist Ausrufezeichen-Typ. Hallo, Schnuckel. Thomas Hickey? Wer will das wissen? Haytham Kenway. Müsste ich euch denn kennen, hä? Zeig etwas Respekt, Bursche. Ruhig, Charles. William Johnson schickt uns in der Hoffnung, eure Suche zu beschleunigen. War auch keine Beschleunigung. Und auch nichts von eurer feinen Londoner Art, danke. Ich habe die Diebe längst gefunden. Warum hängt ihr dann faul hier rum? Ich überlege, wie ich die Halunken klein kriege. Ich habe eine Idee. Lasst hören. Ich töte den Ausguck und beziehe Stellung hinter den Wachen. Ihr beiden kommt von vorne. Sobald ich das Feuer eröffne, stürmt ihr rein. Damit haben wir das Überraschungsmoment. Die Hälfte wird fallen, bevor sie merken, was geschehen ist. Jetzt geht's zur Sache, Leute. Kann er denn überhaupt kämpfen? So. Drücke Y, um zu schießen. Geht in Position, aber wartet, bis ich den ersten Schuss abgebe. Ach so. Verstehe ich nicht. So, muss jetzt hier hoch. Boah, hat ja super geklappt. Bombe. Ist das normal, dass eine große Kugel vor mir rumschwebt? Frage ist jetzt, ist die jetzt riesengroß oder ist die nur ganz klein? So wie es... aussieht er nur ganz klein. Swing! Was muss ich denn machen? Was ist denn jetzt los? Alles ganz geschmeidig. Nein. Ja los, nimm doch die Waffe auf. Und wie schieße ich jetzt? Verschwindet, bevor wir wütend werden. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Was soll ich denn machen?